Süßkartoffeln à la Hasselback. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Ich habe heute Abend Gäste eingeladen hier zu mir in die Jodde. Und zwar geht es um die Mitgliederversammlung von der Scouting und Bushcraft Convention. Da soll es aber was zu essen geben. Und zum einen haben wir uns für Hamburger entschieden, dass wir nachher auf der Feuerplatte schön unsere Hamburger dann zusammenbasteln. Und als Beilage gibt es Süßkartoffeln. Nicht als großer Hype momentan, als Süßkartoffelpommes frites. Die machen wir nicht, aber wir machen Fächerkartoffeln aus diesen Süßkartoffeln. Nennt sich auch nach einem schwedischen Vorbild Süßkartoffeln à la Hasselback. Und ist kein großes Hexenwerk. Die werden geschält, die werden gefächert, die werden gewürzt. Und dann kommen sie für, sag mal, anderthalb Stunden in den Dutch-Ofen. Müssen wir ein bisschen ausprobieren, wie das mit der Hitze und mit der Zeit funktioniert. Also sie brauchen ein bisschen. Und ja, seid dabei. Damit es auch wirklich Fächerkartoffeln wäre und keine Kartoffelscheibe, habe ich hier links und rechts einen kleinen Holzlöffel und damit können wir dann die Kartoffel einschneiden, ohne dass wir sie durchschneiden. Und ihr seht, wenn ich so 3 mm dicke Scheibe mache, dann kann ich die Kartoffel tatsächlich richtig auffächern. Die Fächerkartoffeln sind jetzt alle aufgeschnitten. Ja, war alles so schön, die Fächer aufbiege. Eine habe ich mir aufgehoben, um sie etwas aufwendiger aufzuschneiden. Das seht ihr jetzt hier. Die habe ich quasi alle Seiten eingeschnitten und dadurch kann man die, wie so eine Ziehharmonika, kann ich die Kartoffel auseinanderziehen. Aber wie das geht, das zeige ich euch ein andermal. Die Süßkartoffeln, die übrigens Solawi, ein Verein von uns anbaut, also ein anderer Verein, in dem wir aktiv sind, die kriegen jetzt reichlich Öl. Dann ist es so, dass auch ein bisschen in die Fächer reinläuft. Das Öl soll möglichst in die Fächer mit einziehen. Jetzt bleibt uns nur noch die Süßkartoffel zu würzen. Das kann ich mit verschiedenen Kräutern tun, die ich so im Garten finde. Jetzt um die Jahreszeit haben wir hauptsächlich mal Thymian gefunden. Ihr könnt aber auch Rosmarin, Lorbeer, was einfach so geschmacklich, was euch interessiert. Und da stecke ich dann so ein, zwei Kräuter hier rein in verschiedene Fächer. Das kann ich etwas dezenter machen, ich kann es etwas üppiger machen. Ich kann auch nachher die Kräuter einfach zum Backen noch neben die Kartoffeln legen. Das bringt auch noch mal reichlich Geschmack. Salz darf reichlich an die Süßkartoffeln. A la Hasselback, also nicht Hasselback, das wäre Englisch, Hasselback, das ist Schwedisch. Und da kann man gut schön viel Salz nehmen. Ein Teil davon bleibt nachher auch im Ofen drin, wenn es wieder runter in den Öl läuft. Aber so, das darf ruhig einziehen in die Kartoffel. Und jetzt kommen sie in den Dutch-Ofen rein. Je nachdem, wie eilig man es hat, kann man, und man möchte im Dutch-Ofen auf der Kohle arbeiten, kann man natürlich vorher schon mal die Kohle anzünden.
dass die bereit sind, sobald die Süßkartoffeln in den Dutch Oven drin sind. Ich habe hier noch ein bisschen Zeit, deswegen erst jetzt, damit die auch nicht allzu viel fertig sind. Die werden jetzt dann, wenn die Kohle heiß sind, ungefähr 90 Minuten, werden die im Dutch Oven drin bleiben mit einer relativ moderaten Hitze. Das heißt, wir machen wenig Unterhitze drunter, wir machen ein bisschen Oberhitze und erst kurz vorm Schluss machen wir noch mal richtig Oberhitze drauf, dass ich auch noch so ein bisschen anbacke dann. Und während unsere Kohle hier so langsam Farbe annehmen, das heißt, sie werden warm, fragt ihr euch vielleicht, auf was ich hier die ganze Zeit schon am Arbeiten bin, diese glänzend weiße Kiste hier in unserer Jurte. Ja, passt jetzt glaube ich so ganz in unser Farbkonzept, oder passt vielleicht doch, weil sie einfach die Kontrastfarbe mit weiß hat. Nein, was ich euch zeigen will hier, während die Kohle heiß wäre, die neue Kühlbox von Petromax. Das ist jetzt vielleicht nicht die richtige Jahreszeit, um eine Kühlbox anzupreisen und ihre Vorteile hier ins Licht zu rücken, obwohl hier in der Jurte, wo es langsam doch warm wird, vielleicht auch ganz gut ist, wenn die Getränke dort drin kalt bleibt. Nein, Petromax hat eine Kühlbox in zwei Größen auf den Markt gebracht, einmal mit 25 Liter und einmal mit 50 Liter. Das hier ist die KX50, die große Box, da passt relativ viel rein. Hier haben wir schöne Gummiverschlüsse. Und ich habe einmal ein relativ großes Fach in der Kiste drin. Die Kühlbox ist eine Passivkühlbox, das heißt, die macht nicht kalt, sondern die hält kalt. Alles, was ich da rein tue, kalt, bleibt eine ganze Weile kalt. Petromax sagt, wenn ich das Ding mit Eis fülle, dann kann ich quasi ewig mein Eis da drin halten, bis es letztendlich geschmolzen ist. Das möge vielleicht auch Werbeversprecher sein und vor allen Dingen, man versucht sie natürlich auch gegen die Konkurrenz zu behaupten, die natürlich ähnliche Werbeversprecher macht. Und ja, das mag ich alles nicht bezweifeln, das mag so sein. Ich denke, wichtig für uns ist, sie hat eine ziemlich fette Isolierung. Ich kann Eis reinpacken, ich kann Trockeneis reinpacken, ich kann dann meine gekühlte Sache und das Eis schiebe und ich komme so locker übers Wochenende, wenn ich da abends mal ran muss und entweder Fleisch oder Getränk oder irgendwas rauszuholen habe. Ja, sie hat ein paar nette Gimmicks. Das eine sind diese Verschlüsse hier. Damit ist sie super bequem, Hand zu haben und auch dicht. Und ich habe hier auf der Seite, also jetzt sieht man das hier, hier habe ich noch einen Ablaufhahn. Da kann ich Wasser ablassen. Und das ist wiederum ein Vorteil, wenn ich Eis drin habe, das schmilzt mir viel schneller, wenn es im Wasser drin liegt, wie wenn ich ab und zu mal einfach das Wasser unten rauslasse, so dass ich das Eis wieder im trockenen Wickel habe. Ja, die Kiste muss dann noch zeigen, was ich kann. Hier in der Jurte auf alle Fälle als Tisch, um darauf arbeiten zu können, ist das schon mal perfekt. Das ist eine gute Höhe. Die KX25, die zeige ich euch ein andermal, die ist ein bisschen kleiner. Dadurch auch handlicher, das ist schon so ein richtiges Möbelstück, aber ich glaube, dass es sobald dann im Frühjahr die Grillsaison losgeht und ich Dinge einfach kalt halten will, dann habe ich einfach hier ein perfektes Instrument. Ich habe mir auch schon überlegt, wie ich die so in meinem Umfeld einsetze. Mir hatte zum Beispiel immer, wenn wir auf Floß fahren waren in Frankreich, da waren wir 14 Tage, 3 Wochen völlig autark unterwegs auf dem Fluss. Wir haben dann schon in dem ein oder anderen Dorf immer eingekauft, hatte dann auch frisches Fleisch und Butter und Milch und solche Dinge, aber natürlich keine Kühlmöglichkeit. Und da ist natürlich perfekt, wenn ich die gekühlte Dinge einfach nehme und hier in die Box reinpacke. Da bleibt sie einfach schön kühl. Früher haben wir das gelöst mit dem nassen Handtuch über einer Kiste und der Verdunstungskühle. Ich glaube, dass man hier nochmal super gut mitarbeiten kann, wenn die Ware, die kühl bleiben soll, in der Kiste drin ist. Und da kann man immer noch ein kaltes Handtuch drüber machen und diese ganze Kiste weiter passiv kühlen. Sie hat auch hier so Sicke und Einsparungen, wo ich Spanngurt drüber machen kann. Also auch da wäre es ganz praktisch, die Kiste dann auf dem Floß zu befestigen. Oder auch, wenn man hier nochmal reingucke, ich habe auch hier an der Seite habe ich die Möglichkeit, Gurte durchzuführen und die Kiste am Boden zu befestigen, sodass sie hält und ich
trotzdem der Deckel aufmachen kann, dass ich da rankomme an die Innereihe dieser Kiste. Auch noch ganz nett hier, wo es noch der Werbezettel dran hängt, da kann ich die Kiste verschließen. Ja, dass mir keiner das Bier klaut oder dass ich sie irgendwo ankette kann, wenn ich mal weglaufe, dass sie keiner mitnimmt. Das ist doch eine kleine Investition und die will ich ja nicht, dass jemand hier meinen Getränkevorrat, meinen Flaschvorrat mitsamt der teuren Kiste dann davon trägt. Aber jetzt geht's weiter mit unserer Fächerkartoffeln. So, es dampft und schmorgelt hier im Dutch Oven. Die Süßkartoffeln, die sind gleich fertig. Und es kommen dann aber auch unsere Gäste. Deswegen möchte ich mich hier vorsorglich schon mal verabschieden. Ja, vielleicht habt ihr auch mal Lust zu kochen in der Jürde. Dann kommt ihr einfach vorbei. Dann könnt ihr nur zugucken, dann könnt ihr auch mal mitessen hier. Nein, Spaß war, also heute Abend ist, wie gesagt, Mitgliederversammlung von der Scouting und Bushcraft Convention. Da werden wir uns zusammensetzen, werden die Süßkartoffeln essen, werden noch ein bisschen Hamburger machen und euch dann erzähle, wie es weitergeht mit der Convention. Aber jetzt hier erstmal die Süßkartoffeln, sehr lecker und ich bin gespannt. Bis dann, euer Ralf von Jodeland.